Novena zur Mutter der Barmherzigkeit, erster Tag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erster Tag. Wir beten für die Bekehrung der Sünder und empfehlen sie in besonderer Weise der Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Sie ist die Barmherzigste unter allen Erschaffenen und wartet in mütterlicher Liebe drauf, besonders den ärmsten Sündern zu helfen. Wir wollen auch die Mutter Gottes der Barmherzigkeit trösten, deren Herz oft so sehr betrübt ist, weil zu wenig gebetet und geopfert wird für die Rettung der Seelen. Wir bitten die Mutter Gottes der Barmherzigkeit, Fürbitte einzulegen für die Bekehrung der Sünder. Mögen die Gnadenstrahlen der göttlichen Barmherzigkeit ihre Herzen durchdringen und zur Reue bewegen. Mutter Gottes der Barmherzigkeit, du willst nichts anderes, als dass alle deine Kinder in das Reich Gottes gelangen. Erbitte von Jesus Gnaden der Reue und Umkehr für die Bekehrung der armen Sünder. Nimm alle Seelen auf in dein unbeflecktes Herz, damit keine verloren gehe. Wir bitten dich um jener Liebe willen, mit der du von Ewigkeit her durch den Ratschluss Gottes zur Mutter der Barmherzigkeit auserwählt worden bist. Barmherziger Jesus, erhöre die Fürbitte deiner heiligsten Mutter um Barmherzigkeit für die Sünder. Ihr unbeflecktes Herz ist ihre Zufluchtsstätte, um dein Erbarmen zu erlangen. Um der Verdienste deines bitteren Leidens und der Schmerzen Mariens willen, erweise der ganzen Welt Barmherzigkeit. Gewähre uns die Gnade, die unendliche Größe deiner Barmherzigkeit in Ewigkeit lobpreisen zu dürfen. Amen. O Maria, öffne uns das Tor der Barmherzigkeit. Rosenkranz zur Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil,
der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen.
durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen.
durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gibt.